Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Flash Game Review. Ich spiele heute Castle Cat 3. Jo, auf geht's. Also, es ist darum, du bist eine hässliche Katze, die ein Schlossgesicht hat und musst dich durch die kranke Welt der, keine Ahnung was, kämpfen. Hui, boing, boing. Kaktusse helfen mir, um zu hüpfen. Man hat begrenztes Leben, kann sich aber durch irgendwelche Sachen kaufen. Oh mein Gott, eine Rakete. Damit war, glaube ich, ja. Damit gibst du, kannst du so einen so einen Morgenstern, kann man damit, nee, Geschmarre. Irgendwas kann man damit fallen lassen, ich weiß nicht, wie das Ding heißt. So eine Keule mit lustigen Stacheln dran. Vorsicht, Rakete. Wenn die dich erwischt, ist auch schlecht. Nun ja, Schlangen sind auch böse. Irgendwo könnte man eine Kanone, ich glaube, ein STRG, ja genau. So, weil es kommen auch Alien-Gegner und sowas, die gehen hier rum. Ich finde das mega lustig, das macht hammermäßig Spaß, ja. Ja. Und ist einfach abgefuckt krank. Oh, ganz schlecht. Jetzt habe ich nur noch 2 Herzen, wie man sehen kann. Die Bonus-Kugelchen da hole ich mir auch noch eben. Vielleicht kriege ich da dann was Tolles. Okay, ich habe nur noch 1 Stern. Das ist beschissen. Ich muss ihn laden und mir was Tolles kaufen. Was bringt das? Das bringt eigentlich nichts, außer den Score verändert. Zack, zack. Blödes Ding. So, hier kann ich jetzt rein. Enter. Da gibt's Jepsi. Jepsi klingt auch lecker. Ich kaufe mir Leben. Was habe ich noch? Ich habe noch 2900. Davon kann ich mir ein Leopardenfell kaufen. Exit. Der Kerl, ne? Dem sechs Sicht. So ein typischer Verkäufer, ja. Kaufen, kauf du Sau, Exit, nein! Fick dich, Mann. Ich bin nicht bestechlich. Las Vegas, 50 Meilen. Die Musik wird immer schlimmer von dem Scheiß, ne? Da, na, 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 tam, 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 tam. Lass spielen! Na, 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 na. Scheiße. So schaut's aus, Las Vegas, ey. Die Mucke, Alter. Yeah, gewonnen! Da-na-da-na-na-da-na-na. Hui. Macht das Spaß. Siegfried und Treu. Oh mein Gott. Bom, bom, bom. Oh fuck. Kill dich doch, ja. Das war damals meine die schwerste Aufgabe überhaupt. Und nachher kommt ein unbesiegbares Viech, was ich nicht geschafft habe. Also, ich werde es diesmal auch nicht schaffen, weil es einfach hardcore ist, ja. Da kommt so eine komische Sphinx, aber das werdet ihr ja bald sehen. Erstmal wird das Spiel noch richtig abgefuckt. Ich fand es einfach so, ja, spielst mal ein Flash-Game, mal gucken, wie das so ist, ne? Was ist das für ein krankes Spiel, ne? So viel Müll auf einem Haufen, ne? Das ist genau das, meine ich. Irgendwelche tanzenden Vollidioten, die aggro sind. Und ich finde das geil. Die Mucke dazu immer, ne? Das ist echt verdammt. Jetzt komm. Es wird ja wohl nicht so schwer sein, auf diese Wolke drauf zu kommen. So. Moment, die Musik muss ich euch geben. So, hab alles. Und auf geht's. Oh, ich kann da gar nicht rein. Okay. Es ist wie auf so einer Kirchweih oder so. Jetzt komm. Ich sollte aufhören, schnell zu hüpfen. Ach komm, ey. Die rutscht immer so, die komische Katze. So, aufpassen. Na, 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 na. Ich frag mich manchmal, was die Kerle geraucht haben, die solche Spiele machen, ja. Ich meine, irgendwie muss das Zeug doch richtig ballern, oder? Das muss doch mega ballern, das Zeug. Also. Ich meine bloß, sowas Abartiges, ne? Oh ja, ein. Toll. Ich habe ein Viertel Herz bekommen. Nicht mal. Das war nicht mal ein Viertel, das war ein F. Ein F. Meine Fresse. Aber das fuckt mich gerade voll ab, das komische Spiel hier. Mann. Es wird übrigens so jede Woche oder jede zweite Woche mal von mir oder vom
Alex, dem Techie, oder vom Yannick, unserem Somo, ein Flash-Game kommen. Ich will da hoch, verdammt, was soll das? Ich komme da nicht hoch. Das ist verdammt schwer, ja? Schwerer, als es aussieht. Weil die Katze einfach so rutscht, schau. Zack, zack. Und rutsch, und rutsch, und rutsch. Ein Shop. Was kaufen wir uns? Wir kaufen uns Kugeln, Ja, Kugeln sind gut. Keulen. Und Keulen. Ja, halt's mal, ich bin Geld mehr. Jetzt kommen die Sphinx. Ich meine, ich habe keine Chance gegen das Ding. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Hier verkacke ich jedes Mal, ja? Ich weiß nicht, wie das gehen soll, ja? Ich habe keine Ahnung. Wenn ihr es wisst, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich weiß es echt nicht. Also, es ist mir ein Rätsel, wie man da bitte irgendwie überleben soll. Vielleicht gibt's Katze im Sack, ja? Also, hier. Das sag ich doch. Katze im Sack. Ah, schlicht unbegreiflich. Ich habe das tausendmal versucht. Ich habe es nie geschafft. Ich weiß auch nicht. In den Kommentaren steht, glaube ich, auch nichts. Also, kommt auch drauf, auf welcher Seite man es gibt. Der Link ist in der Beschreibung. Und ja, freue mich schon auf die nächste Review. Wiedersehen.